Hallo Freunde der Nacht und willkommen zu einer weiteren Indie-Horror-Folge mit Gatze. Heute spielen wir Fair Inside und wir starten auch sofort. On the May 24, 1970, one of the biggest scientific experiments began on Kola Peninsula, Russia. Soviet scientists started to drill the biggest hole ever. They reached 12 kilometers in 1983. Then something happened. The microphone they put on the drill started recording strange voices. Voices of people, screaming people inside our planet. Voices like this. Shortly after they recorded the voices, they suddenly stopped the project in 1989 at 12 kilometers. The pride of Soviet Union was forgotten. Until now. My name is not important. The thing is, my girlfriend, archaeologist, went to Kola a few months ago. From then, I haven't heard from her. I am going to Kola to find her. I know her dream was to go inside the hole. That's where my journey should begin. So. Also. Jetzt sind wir hier in Sowjet irgendwas, wenn ich beschreibe. Oh, jetzt sieht man wieder die Maus. Okay, das tut mir leid. Warum man auch immer die Maus sieht bei diesen Anwendungen, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, euch stört es trotzdem nicht. So, hier scheint wohl das Loch zu sein. Oh, da werden wir doch gleich mal reingehen. Okay. Null Candles for... Holy shit, was ist das denn? Hallo? Hallo? Ich seh dich immer noch. Ich seh dich nicht? Ah! Oh! Fuck. Scheiße. Okay, das hat mich sehr erschreckt. Ja. Damn! I'm going to build a base and put an emergency key somewhere around here. I look forward to this workout for. I don't know why, but I don't like this place. It doesn't look as I... Lass mich mal kurz aus fertig lesen, okay? Doesn't look as I expected, huh? And it is so hard to orientate... Was orientate here? I should make a map. Okay. Okay, anscheinend kommen diese Bilder... Jede 5 Minuten oder so. Ah, das hat mich jetzt wirklich gerade heftig geschockt. Okay, man kann anscheinend nicht ewig rennen. Was zum Geier ist das denn? Achso, das sollen Leute darstellen. Okay. And to the left. Gehen wir mal nach links. Oh, lolo. Jetzt gleich kommt schon wieder irgendwas. Oh, ich sehe fast meine Taschenlampe rechts. Seht ihr das? Aber nur fast. Okay, jetzt ist es langsam langweilig. I'm running out of light pretty quickly. I hit 4 candles across the big area just in case. This area just in case something happens. These candles are from church, so they should protect me from whatever is here. Alles klar. Da ist wohl die erste. Okay. Oh, du blöde kleine Hure. Das Bild ist echt behindert. Ja gut, das Bild ist jetzt nicht unbedingt. Aber das andere, das ist schon... Oh! Das sind Pflanzen. Glaube ich. Wow, die dehnen sich aber hier. Ein bisschen Dehnübungen oder was? Gibt's ja gar nicht. Na, gehen wir mal weiter hier. Da, die nächste Notiz. Und jetzt kommt gleich wieder so ein Bild. Achtung!
Something happened today. I was examining some rocks and I got the feeling that someone was watching me. I also found some weird location here. I hope this will be over soon. I miss my boyfriend. Ich bin doch hier, Darling. Ich hole dich. Who is watching me? Who is watching me? Wer guckt? Hallo? Au, oh, da sind Fässer. So viele Fässer, 3 Stück. Aber da ist leider nichts drin. Oh, man kann sogar durch den durchgehen. Cool. Das nenne ich nochmal die brutalste Physik ever. Was zum Geier ist das? Sieht aus wie so eine Rasierklinge. Okay. Was auch immer das sein soll. Es sind so viele Wege hier. Ich weiß gar nicht wohin. Gehen wir erstmal nach links. Was ist das? Eine Tür? Okay, rein kann ich anscheinend nicht. Der Weg ist versperrt. Er wurde angelegt von jenen, die tot sind. Aha. Eine rote Spur. Das ist ja sehr interessant. Oh! Was zum Geier, ey! Was zum Geier war das denn jetzt? Okay, das lassen wir uns noch nicht auf uns sitzen hier. Go, 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 go! Rein in die gute Stube! So sieht's aus. So. Hey, was geht? Jetzt kommt gleich wieder so ein Schocker. Oh Mann, ich kann nicht unendlich rennen, ey, das ist so nervig. Bum, bum, bum. Was geht? Okay. Ist doch scheiße, dass man nicht unendlich rennen kann hier. Okay, da war ich ja schon. Weil es ist gerade so, als würde ich irgendwie auf Eis laufen. Ein Schlüssel. Okay, den habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Ah, Hilfe. Sie erschrecken mich alle. Da war das Teil. Bin ich hier lang. Vielleicht kann ich da jetzt rein. Ah, ich kann hier rein. I'm scared what is behind that door. I found a key and hit it dead. I don't know what it is. It reminds me of blah or what the evil must not be released. I think only those candles can defeat the evil. Coole Sache. Toll. Was ist das denn? Kann ich Geld aufnehmen? Da, da ist doch was. Oder auch nicht. Chill mal hier. Boom, boom. Hier war doch mal irgendwie gerade eben so ein Typi. Ah ne, der kam ja hier. Da ist er. Alter. Ist doch brutal. Oh, das ist doch der von, sag mal schnell, wie heißt der? Von Nightmare Before Christmas. Okay. You were killed, okay. Ich versuche es noch einmal. Und dann. Weil irgendwie ist dieses Spiel sehr unausgereift, was die Entwicklung angeht. Also sehr spärlich. Vor allen Dingen habe ich so das Gefühl, der Typ läuft einfach mal so durch die Mauer. Der kommt ja schon so einfach aus dem Boden raus. Ich meine, was zum Teufel? Und vor allen Dingen dieser Sprint ist auch sehr, sehr, sehr schlecht gemacht. Muss ich leider sagen. Auch wenn es
denke ich mal, viel Arbeit ist, so ein kleines Spiel zu programmieren, sage ich mal. Okay, jetzt sind da wieder die Toten. Aber wenn man es dann schon macht, dann eventuell richtig. Nimmt man sich halt ein bisschen mehr Zeit. Warum kann ich die nicht aufnehmen? Das ist doch Humbug. Das verstehe ich nicht. Die andere kann ich aufnehmen, aber die nicht. Lustig. Ich verstehe auch nicht diese grüne Anzeige und die rote Anzeige, was genau das bedeuten soll. Ob das überhaupt was bedeuten soll, ich habe keine Ahnung. Weil passiert ja nicht viel, egal ob ich jetzt Licht an oder ausmache. Und die Schockeffekte sind, werden auch langsam langweilig. Okay, den Schlüssel habe ich jetzt wieder gefunden. Also ich vermute mal, das Rote ist meine Lebensanzeige. Was das Grüne darstellen soll, habe ich keine Ahnung. Da waren ja wieder die Fässer. Ja, hier war irgendwie diese komische Scheibe, wo ich keine Ahnung, was das sein soll. Man muss sogar irgendwie raten, was was ist. Das ist schon lustig. Aber wir wissen ja schon mal, dass wir hier drinnen diese Kerze aufnehmen können. Was zum Geier ist das jetzt? Das ist aber auch neu. Das Spiel ist so lustig. Also ich muss sagen, am Anfang hat mich der Schockeffekt richtig gekriegt. Das muss ich zugeben. Ist das denn ein Riesenei oder was? Das ist aber ein riesiges Ei. Da hinten ist noch so eine Notiz, aber ich habe hier gerade irgendwas gesehen. Oder auch nicht. Das war meine Einbildung. Dann gehe ich mal hier erst lang. Gehe ich mal da lang. Oder hier lang. Ist eigentlich egal. Ist sowieso nichts. Ah ne, da ist so eine Notiz. Nein, doch nicht. Das ist eine. Ja. You picked up a key. Oh, cool. Ich habe einen Schlüssel aufgenommen. Oh, hi, was geht? Jawohl. Verfolgt er mich? Nein. Hier ist noch eine Kerze. Also ich hätte schon längst 20 Kerzen. Ich verstehe diesen Sinn nicht. Ist da hinten noch irgendwas? Nein. Ich checke diesen Sinn nicht von dem Game. Vor allen Dingen. Alles klar. Eine Kerze habe ich schon, drei fehlen mir. Ist auch nichts. Hätte das gedacht, dass da nichts ist. Vielleicht hier irgendwelche rumgetriebenen Rumtreiber, die es treiben. Sieht wohl nicht so aus. Also ich hatte jetzt einfach ganz die Shift-Taste gedrückt. Ist mir jetzt egal. Ich versuche einfach hier. Dead. Cool. Tja, wohl anscheinend doch nicht, hä? Was die Fässer auf sich haben, das würde ich echt gerne mal wissen.
Ja gut, ich habe jetzt einen Schlüssel aufgenommen. Ich werde jetzt nochmal da hinten hingehen, wo der von Nightmare Before Christmas. Aufgetaucht ist. Hä, was ist denn das für ein Sinn? Ich drücke die ganze Zeit und jetzt auf einmal kann ich sie aufnehmen. Ey, das ist doch so unlogisch. Das ist so hart unlogisch. Das werde ich nochmal ganz zurückgehen, ey. Das kann ja nicht sein. Wenn ich die jetzt auch aufnehmen kann. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz, ein ganz, ganz schlechter Witz. Da ist Sackgasse. Wo laufe ich denn hin? Ja, da war der Typ. Hä? Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Super. Ah, hier geht's lang. Hoffe ich. Ja, es sieht schon gut aus. So, das heißt, ich gehe jetzt nochmal komplett zurück. Am besten auch den Weg, den ich genommen habe. Lesen wir uns erstmal hier die Notiz durch. It is getting worse. I found a bloody corpse today. This is really hell. I also found a location of some evil here. It's behind a strange door. I found try to find a key to. Ja gut, den Ding habe ich ja schon, den Key. Das, was mir fehlt, ist jetzt halt noch eine Kerze und das ist ja die ganz am Anfang. Okay, da muss ich nicht lang, sondern in die Richtung. Wo waren das nochmal? Ne, hier war das nicht. Hier lang. Vielleicht habe ich jetzt Glück und ich werde das Spiel gewinnen. Dieses komische rote Spiel. Ist da nicht die Kerze gewesen? War die nicht hier? Oder waren da die. Ne, hier war ja der Key. Da war. Ah, ne, das war ja ganz hier am Anfang. Da hinten ist er. Okay. Oh. Bitch, please. Bitch, better have my money. Wenn ich das Ding jetzt aufnehmen kann, raste ich aus. Ey, das gibt's nicht. Ich hab's eben schon die ganze Zeit versucht und jetzt auf einmal geht. Jetzt kommt gleich das Vieh wieder. Weil hier ist anscheinend dieser komische Schockeffekt drin. Oder auch nicht. Anscheinend ist das so ein Timer. Programmierter Timer. Ja, jetzt habe ich vier Candles von vier und einen Key. Das heißt, ich müsste theoretisch ja jetzt in diese Tür reinkommen, falls er mich jetzt nicht vorher tötet. Vielleicht warte ich lieber noch, bevor bis mein ganzes. Ach, egal. Alles oder nichts. Last try. Komm, hau ab, Mann. Versperrst mir die Sicht. Blood Trail. Ja, du versperrst mir die Sicht. Was zum Teufel? Ist das jetzt ein Boss? Hey, wie der aussieht. Okay, ich verliere irgendwie Leben gerade. Hallo, warum verliere ich Leben? Und jetzt? Ja, und jetzt? Was nun? Kann ich hier hinten? Ah, hier hinten kann ich lang anscheinend. Oder? Dort ist jemand.
Okay. So is this how it ends? In agony? In hell? She's dead. I'm gonna die too. But no! This is not the end. I don't care who he is. I'm fucking gonna kill him. I'm gonna kill you, Satan! Was zum Teufel war das? Okay, das war ein sehr interessantes Spiel. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich nicht vergessen zu liken, zu kommentieren, was auch immer ihr wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einer neuen Indie-Horror-Folge mit Guts.